Willkommen zu den AFD-News. Wir freuen uns sehr, an eurem Wettbewerb teilzunehmen. Wir hoffen, es gefällt euch. Hallo, herzlich willkommen bei den AFD-News. Wie hat sich das Klima und der Klimawandel in Deutschland geändert? Warum steigt der Meeresspiegel eigentlich? Es ist in den letzten 100 Jahren um ca. 1 Grad Celsius wärmer geworden. Durch diese Erwärmung schmelzen die Gletscher und das Eis am Süd- und Nordpol. Deshalb steigt der Meeresspiegel und es kommt an den Küsten zu Überschwemmungen, was dann ein Problem für die Küstenstellen sein kann. Viele Inseln werden immer kleiner oder versinken ganz im Meer. Was löst Klimawandel eigentlich aus? Durch die Nutzung fossiler Brennstoffe, Abholzung von Wäldern und Viehzucht beeinflusst die Menschheit zunehmend das Klima und die Temperatur auf der Erde. So erhöht sich die in der Atmosphäre natürlich vorkommende Menge an Treibhausgasen enorm, was den Treibhauseffekt und die Erderwärmung verstärkt. Es gibt aber auch Möglichkeiten, was man gegen den Klimawandel tun kann. Als erstes Strom von Ökoanbietern nutzen, als zweites mit dem Fahrrad fahren anstatt mit dem Auto, als drittes weniger Fleisch essen, als viertes Kurzstreckenflüge vermeiden, als fünftes Heizung runterdrehen, als sechstes volle Maschinen niedrige Temperatur, als siebtes Energiefresser lieber im Laden lassen. Privat, wir berichten über den Klimawandel in Russland. Lastwagen und LKWs produzieren viel CO2. Das ist nicht gut für unsere Umwelt. Deswegen gab es Anfang 2019 bis Ende Juni 2020 einen heftigen Waldbrand von einer Waldfläche von 11 Millionen Hektar. Das ist ganz schön viel. In Russland wurde der Klimawandel bisher kaum thematisiert bzw. als problematisch dargestellt. Immerhin hat der russische Hydrometeorologische Dienst im Jahr 2005 eine Vorschau der Klimafolgen für Russland erarbeitet. Daraus geht hervor, dass sich der Klimawandel in Russland in den kommenden Jahrzehnten stark auswirken wird. Faka, das war's. Bienvenue, ici l'Univers du Anfang Realschule. Oder auch herzlich willkommen zu den neuen AFR-Nachrichten. Wir erzählen euch über den Klimawandel in Frankreich. Jetzt geht's weiter zu den Nachrichten. Bonjour, ich stelle euch jetzt eine Quizfrage. Was kann man tun, dass weniger CO2 entsteht? A. Mehr Autofahren, B. Weniger Fahrradfahren, C. Metallflaschen statt Plastikflaschen. Und jetzt erzähle ich euch über den Klimawandel in Frankreich. Die Hitze ist in Frankreich sehr gestiegen, doch es regnet trotzdem noch oft und Unwetter sind viel mehr da als früher. Und durch den Sauerregen sind Bäume krank geworden. Und durch die Hitze werden Bäume kaputt. Das ist schlecht für die Welt, weil so entsteht viel mehr CO2. Jetzt gebe ich weiter. Der Rückgang der großen Laubwälder und Nadelwälder außerhalb der Bergregion. Deswegen verschiebt sich das Gleichgewicht in den Bergen. Die Ausbreitung der Steineiche und die Ausbreitung der Seekiefer. Und der Rückgang der Waldkiefer. Jetzt kommt noch die Lösung von der Quizfrage. Es ist die Antwort C. Hallo und herzlich willkommen bei der Vorstellung von Portugal. Wir erzählen euch heute, wie es mit dem Klimawandel in Portugal geht. In Portugal ist es im Sommer sehr trocken und dadurch kommt es zu Waldbränden und es war schlimmer im Jahr 2017. In Portugal gibt es öfters durch den Klimawandel heftige Regenfälle und Überschwemmungen. In vielen Ländern ist die Luft sowieso schon verschmutzt und voll mit giftigen Stoffen. Aber weil es in Portugal viele Waldbrände gibt, wird es durch den Rauch noch schlimmer. Deswegen kommt es schneller zu Asthma oder anderen Krankheiten. Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute sprechen wir über den Klimawandel in Deutschland. 1961 war das Klima noch nicht so warm in Deutschland. Aber durch den Klimawandel wird es immer wärmer. In 2071 wird es fast zu warm sein. Die Höchsttemperaturen letztes Jahr waren 42 Grad Celsius. Besonders stiegen die Temperaturen in Nordostdeutschland. Wegen der Trockenheit vertrocknet die Ernte und es gibt Waldbrände. Aber der Wasserspiegel steigt wegen den schmelzenden Gletschern. Seit den 1980er stieg die globale Lufttemperatur um 0,55 Grad Celsius. Guten Morgen, wir berichten hier live aus der Anne Frank Realschule und erzählen heute vom Klimawandel zum Beispiel in Italien bzw. Südtirol. Wie hat sich das Klima in Südtirol geändert? Im Sommer ist es in Burz und Brixen kaum 3 Grad wärmer geworden. Die Lage von Südtirol innerhalb des Gebiets ist ausschlaggebend für das Klima und Wetter in Südtirol. Warum ist das Skifahren schlecht für die Umwelt?
Kunstschnee ist dichter als natürlicher Schnee. So gelangt weniger Sauerstoff an die Erde. In Deutschland hat der Klimawandel auf Dauer auch große Folgen. Was du gegen den Klimawandel tun kannst, erfährst du jetzt. Ich habe eine Plastikflasche und Johanna eine Metallflasche. Es ist viel besser, eine Metallflasche als eine Plastikflasche zu haben. Denn Plastikflaschen landen teilweise im Meer und die Fische essen uns. Außerdem verbraucht es viel mehr Energie, eine Plastikflasche zu erstellen. Wir unternehmen gerade etwas draus. Wir wollen nicht den gesamten Tag vor dem Computer drinnen sitzen. Lieber Brotdosen als Alufolien, weil die Welt verunreinigen. Lieber Glasflaschen als Plastikflaschen, weil Plastik zu lange braucht, um abgebaut zu werden. Nicht Computer oder andere elektronische Geräte verbrauchen sehr viel Strom. Das kann sehr schädlich für die Umwelt sein. Vor allem bei Energie durch Braunkohle. Geräte abschalten. Immer Müll aufsammeln. Wenn wir für kleine Strecken das Auto benutzen, produzieren wir unnötig CO2. Das schadet der Umwelt sehr. Deswegen ist es immer besser, für kurze Strecken das Fahrrad zu benutzen. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad, weil Busse und Autos mehr CO2 ausstoßen, als wenn man mit dem Fahrrad fährt. Das waren die AfD-News. Wir die Klasse 5.